Mario Zohlen ist wieder da. Wie ist es wieder, in Techte zu sein? Ich bin gerade erst hier, deshalb kann ich die Frage noch nicht so beantworten. Grüß. Was nimmst du dir denn vor? Was ich mir vornehme? Also ich nehme mir schon vor, dass ich mich freue, wieder hier zu sein und dass es mir hier gefällt, ja? Oder meinst du jetzt sportlich? Alles. Es ist natürlich schon eine Nummer, dritter Platz letzte Saison. Jetzt das, will man das steigern oder wie willst du das fortführen? Dritter Platz ist sensationell, ist schwierig zu toppen, aber wir werden arbeiten, das Niveau zu halten auf jeden Fall. Wie sieht denn der Kader aus? Verändert er sich sehr zu letzter Saison? Wir haben drei Abgänge, also auch drei Leistungsträger mit Sebi Mende, Philipp Hartmann und Felix Gronover. Haben aber auch sieben Zugänge insgesamt. Wichtig ist, dass wir Sebi Mende ersetzen konnten im Tor durch Kevin Kersten vom Germania Luhauser Holz. Dann haben wir vielversprechende U19-Spieler. Joao Moreira ist zurück aus Havixbeck, und sodass wir qualitativ und quantitativ gut aufgestellt sind. Wie schwer ist es dir denn gefallen, bei der SG wieder zuzusagen? Gar nicht schwer. Als das Gespräch dann stattgefunden hat, ich hatte es schon der Zeitung gesagt, dann ist ein Kribbeln da, dann denkt man an den tollen Rasenplatz irgendwie, und dann war die Entscheidung relativ früh klar. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du wieder hier bist, und wünschen natürlich auch ein glückliches Händchen, dass die Saison wieder ähnlich verläuft, wie wir es bisher hatten. Wir hatten eine starke Saison im Allgemeinen in der letzten Saison mit allen Mannschaften. Und da drücken wir natürlich die Daumen, dass du da genauso anknüpfen kannst und weiter mit viel Spaß, wie wir dich kennen, hier bei der SG wieder deine Arbeit verrichten kannst. Besten Dank. Viel Spaß, danke. So, Frank Flagge, auch ein bekanntes Gesicht mit einer neuen Aufgabe hier bei der SG als sportlicher Leiter. Jetzt bist du gerade frisch eingestiegen. Was sind das jetzt für Aufgaben, die als erstes auf dich zukommen? Ja, als erstes natürlich mal die Mannschaft kennenlernen, und alles andere ist ja geregelt, sodass die Saison und die Vorbereitung beginnen kann. Und dann schauen wir uns mal an welchen Stellen es vielleicht noch haken könnte. Ne? So ein paar organisatorische Dinge noch, aber ansonsten ist eigentlich das Feld sehr gut bestellt. Ja, ich habe es ja gerade schon mit Mario besprochen. Das, was letzte Saison lief, war ja wirklich sehr gut. Da kann man ja gerne anknüpfen. Da wird auch Spaß machen, daran anzuknüpfen. Wie wird dann so die Zukunft? Was hast du dir so vorgenommen? Hast du schon irgendwelche Ideen, wo du sagst, da möchte ich meine Handschrift auch bei der SG reinbringen? Ja, vor allem ist uns wichtig, und das war in den Gesprächen mit Mario und Jan auch, dass wir eine Entwicklung versuchen hinzubekommen oder die Trainer versuchen hinzubekommen bei jedem Spieler. Eine Weiterentwicklung, sodass fußballerisch als Mannschaft dann hinterher besser funktioniert. Und meine Aufgabe ist eher, immer das von außen zu betrachten, vielleicht mal den einen oder anderen Hinweis zu geben, wo man vielleicht was verändern könnte. Aber ansonsten, wie gesagt, glaube ich, werden die beiden das schon sehr gut machen. Und ich bin da sportlich auf jeden Fall eher im Hintergrund, sondern da geht es mehr um die Planung und Organisation von allen möglichen Dingen. Da wünschen wir dir auf jeden Fall ein glückliches Händchen und auch viel Spaß dabei, dass das genauso weiterläuft. Es sieht wirklich danach aus, als wenn wir hier wieder eine gute Truppe hätten und auch eine schöne Führungsriege, die da wieder vorne weggeht. Und da drücken wir dir die Daumen, dass du da wirklich dann auch deinen Job vernünftig und so machen möchtest, du kannst, wie du es möchtest. Und dann sehen wir ja mal im Laufe der Saison, was passieren wird. Jawohl, bislang bin ich da auch sehr optimistisch. Also mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe im Verein, kam immer sofort die Rückmeldung, wenn irgendwas ist, frag mich, ich bin für dich da. Und es war bislang sehr angenehm. Wenn es so bleibt, wird das sehr gut laufen. Da drücken wir die Daumen. Ich danke dir und dann viel Spaß dabei. Ja, danke auch.